Hallo aus Miltenberg. Ich melde mich hier mit einer kleinen Repaint-Vorstellung mal wieder. Und zwar Repaints von meinem guten Freund im Cat Gaming. Ich habe schon einmal eins vorgestellt und hier sind zwei weitere. Link dazu in der Videobeschreibung. Wir haben nämlich einmal hier diese Bahnland-Bayern-Lackierung. Wundervoll, die passt ja auch sehr, sehr gut hier rein in die Umgebung. Der fährt ja auch auf der Westfrankenbahn, diese Lackierung. Genau meine Schiene, Westfrankenbahn, DB-Logo hier an der Seite. Bahnland Bayern, Zeit für dich. Die ganzen Anschriften unten, altbekannt. Und das Übliche, auch hier auf der Seite, alles was wir da brauchen, alles was das Herz begehrt. Die Klassierungsbezeichnung, Wi-Fi, Männer, Frauen, was auch immer das genau sein soll. Fahrräder, Kameraüberwachung, alles dabei, was man so braucht. Genau, ne? Also sieht wirklich, wirklich sehr schön aus. Sehr viele Details, wirklich sehr gut getroffen, meines Erachtens. Könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu schreiben, aber meines Erachtens passt das wirklich sehr, sehr gut. Was halt leider fehlt wieder ist das DB-Logo hier vorne, aber wie schon beim anderen Video erklärt, das ist halt mit dem Level-Editor nicht zu machen. Ja, da ist diese Stelle hier nicht repaintbar. Dementsprechend ist die halt leider hier vorne leer. Aber ich finde, man kann da sehr, sehr gut drüber hinwegsehen. Ne? Und kann dafür dann wirklich diese tolle Lackierung genießen. Und für die Leute, für meine Freundinnen aus Baden-Württemberg, die Westfrankenbahn fährt im Drei-Löwentakt. Hier in Drei-Löwentakt-Lackierung. Also sieht auch wirklich sehr toll aus. Ja, mit dem Löwen hier vorne. Bestimmt viel Zeit gedauert, das zu machen. Bei Löwentakt auch mit dieser Schattierung sogar dran. Ihr seht es, die Schattierung bei der Schrift. Das passt alles sehr, sehr gut. Das ist gar nicht so einfach zu machen im Library-Editor. Und was haben wir sonst noch? Genau, Regio, DB Regio. Selbstverständlich die ganzen Anschriften wieder unten. Sehr, sehr gut. Also wirklich, wirklich schön. Das Einzige, was mir fehlt, ist vielleicht irgendwie so eine Art Ortsbezeichnung. Irgendwie so eine Stadt oder so. Aber gut. Es ist, wie es ist. Ich weiß auch gar nicht, ob das in Realität auch da ist. Aber genau. Also, so viel zu diesen beiden wundervollen Triebzügen. 642-506 und 642-705, die wir jetzt hier auch haben im Spiel. Link dazu in der Videobeschreibung und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Mod-Vorstellung, Repaint-Vorstellung oder auch beim nächsten Video oder Livestream. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, alles Liebe. Tschüss.